Ein herzliches Willkommen der Firma Stegmann, deinem Tesla-Approved Body Shop in Bad Dürrheim. Ja, heute sind wir nicht in Bad Dürrheim, sondern sind aktuell oder stehen aktuell in Stuttgart-Renningen. Was machen wir hier? Wir holen heute unser neues Tesla Model Y ab und freuen uns sehr, sind sehr gespannt darauf. Genau, also wir sind super gespannt aufs Model Y. Jetzt haben wir schon viel in YouTube-Videos gesehen über das Model Y und im Forum viel gelesen. Jetzt sind wir gespannt, ob es uns auch gefällt, das Model Y, wie die Qualität ist. Davon werden wir gleich berichten. Jetzt haben wir aber circa noch eine Stunde Zeit, bis wir den Abholtermin haben. Das heißt, wir haben uns jetzt mal eine gemütliche Gaststätte ausgesucht. Und vielleicht können wir euch nachher noch eine Gaststättenempfehlung aussprechen, wo ihr vielleicht noch schön essen könnt, wenn ihr in Stuttgart-Renningen euer Auto abholen könnt. Was werden wir nachher noch besprechen? Wir schauen uns das Model Y an. Dann haben wir natürlich, da wir den Zugang hatten zu unserer Fahrgestellnummer, auch schon mal die Ausstattungsliste rausgezogen. Und da waren zwei, drei interessante Dinge dabei. Einmal haben wir ein Model Trim Model S. Also wir schauen, ob auf dem Model Y hinten Model S draufsteht. Oder ob da Tesla einen Fehler in der Ausstattungsliste reingeschrieben hat. Oder was das bedeutet. Und dann heißt es, die zweite Sitzreihe, Ausstattungslinie, und dann steht bei der Beschreibung X Front Seat Set. Da werden wir also immer auch gespannt, was das bedeutet. Dann gibt es eine Frage im Forum, die immer heiß diskutiert und auch schon teilweise geklärt ist. Es geht immer um die Akkuzellen, die aktuell im Model Y verbaut sind. Bei unserem Ausstattungscode ist BT38 Battery und da steht für unser Fahrzeug, was wir nachher abholen, hinten dran, wir haben ein 74 Kilowattstunden Battery Pack mit LG Cells. Also mehr steht hinten nicht dran, weder von der Zellchemie noch vom Aufbau. Wir fragen nachher bei der Auslieferung einfach den netten Herrn oder die nette Dame, die wir treffen. Und vielleicht können wir euch dazu nachher mehr sagen. Ein detaillierteres Video, möchten wir jetzt schon mal sagen, gibt es später auf dem Kanal vom Markus Meinschein. Ich glaube, so heißt jetzt der Kanal. Tesla Markus, glaube ich, gibt es gar nicht mehr bei Markus Meinschein. Richtig. Und jetzt erstmal hier auf unserem Kanal. Kommen nachher die Abholen. Tada! Also da ist unser neues Model Y. Naja, nicht unser, sondern eigentlich euers, wenn ihr euer Fahrzeug bei uns abgebt und vielleicht traurigerweise einen Unfallschaden erlitten habt, dann ist das euer Ersatzfahrzeug, wenn er denn frei ist. Und was können wir sagen zu unserer Abholung hier in Stuttgart-Renningen? Ihr habt es gerade vielleicht schon bei dem Schwenker gesehen. Was für traumhafte Abholzustände, wirklich traumhaft. Wir haben eine Wellblechdecke mit Neonleuchtern, also eigentlich schlimmer ist es eigentlich für den Auslieferer, geht es nicht, denn man sieht alles, man sieht jede Unebenheit auf dem Lack, man sieht jegliche Delle, irgendwelche Lackunreinheiten, man sieht alles und wir sind das Fahrzeug haben wir jetzt gerade angeschaut, der Herr Stegmann und ich, und der Herr Stegmann ist unser Lackprofi und hat keine Lackbeanstandung gefunden. Ich selbst habe auch nichts gefunden und wir sind wirklich beide ganz aus dem Häuschen, wie cool das Auto da steht. Ganz, also hätten wir uns nicht erträumen lassen. Spaltmaße perfekt, auch die Bündigkeit der Panels einwandfrei, durchlackiert bis ins Letzte. Jedes Scharnier, was wir anschauen, ist lackiert, wenn man die Heckklappe aufmacht, ist lackiert. Also es gibt keinerlei Reklamationsgrund bei dem Fahrzeug. Jetzt haben wir ja schon mehrere Fahrzeuge abgeholt. Eins in München in der dunklen Auslieferungshalle. Das Video wird hier oben eingeblendet. Dann das zweite haben wir in Frankfurt abgeholt. Das durfte man draußen angucken. Da waren wir ja schon ganz happy. Hier das Video dazu. Und nun hier in Stuttgart-Renningen. Also ich kann euch Stuttgart-Renningen nur empfehlen. Wirklich top, was hier uns geboten wurde. Die Mitarbeiter super zuvorkommt, super nett. Super Auslieferungshalle. Wir dürfen hier drin ganz offiziell filmen. Wir haben gefragt. Also einmal Daumen hoch
für den Abholungsort hier in Stuttgart. Der ist jetzt aktuell noch nicht so lange hier. Sie haben gesagt, jetzt maximal einen Monat aktuell und ist nur Auslieferungszentrum, aber Sie können sich wirklich Zeit nehmen. Und der Mitarbeiter selbst sagt auch, dass die Fahrzeuge, die jetzt aus China kommen, alle einen sehr, sehr guten Anlieferungszustand besitzen und Sie selbst jetzt eine Halle haben, wo Sie das ganze Fahrzeug nochmal aufbereiten können. Und das merkt man. So, gehen wir mal ganz kurz drum rum. Was uns jetzt natürlich sofort ins Auge gefallen ist, wir haben die perfekte Wahl unserer Meinung nach getroffen mit dem Schwarz. Also, schwarzes Außenkleid, die Farbe passt perfekt. Wir hatten vorher einen gesehen, wo die Farbe beim Weiß, sagen wir so, in der Reparatur hätten wir es euch so nicht ausgeliefert. Aber in Schwarz steht das Auto traumhaft da, mit den schwarzen Griffen und den getönten Scheiben. Also ab der hinteren Scheibe aktuell alles getönt, die Heckscheibe getönt, also hier muss nichts mehr gemacht werden. Tut mir leid für die Scheibenfolierer. Das Model Y nimmt in die Arbeit. Vielleicht kommen wir gerade zum Vorgleich, sehen wir hier ein Model 3, wie das aussieht. Also schon ein leichter Unterschied. Also hier lohnt sich das. Also beim Model Y super. Also wir sind ganz aus dem Häuschen, einmal von der Qualität, die wir jetzt hier sehen konnten. Man macht die Türen auf, alles durchlackiert. Perfekt. Verarbeitung 1A von dem Fahrzeug. Also wir freuen uns wirklich, euch das Fahrzeug übergeben zu dürfen. Natürlich fahren wir jetzt nach Hause erstmal. Dann können wir ein kleines Review zur Fahrt noch geben. Denn die Videos, wie es Model Y innen aussieht, ja, das kennt ihr schon aus hunderten anderen Model Y Abholungsvideos. Das müssen wir jetzt nicht nochmal aufgreifen. Aber was wir tun werden, ist, wir werden das Fahrzeug zerlegen, wir werden die Radhausschalen ausbauen, mal eine Seite zerlegen, die Stoßstangen abbauen und mal schauen, wie es denn so unten drunter aussieht, unterm Kleid vom Model Y. Und dann sind wir gespannt. Sind wir danach immer noch so begeistert wie jetzt aktuell? Oder gibt es da was, was uns vielleicht als Fachmännern auffällt, wo wir sagen, okay, da bessern wir jetzt bei unserem Fahrzeug selbst nach? Da kommt dann auch der Markus wieder dazu, der heute leider nicht dabei sein kann. Markus Meinschein. Und dann werden wir nochmal eingehender über das Model Y sprechen. Und genau, wenn er da ist, haben wir noch eine kleine Überraschung für euch. Aber das zu späterem Zeitpunkt. Jetzt sind wir die ersten paar Meter oder Kilometer gefahren von Stuttgart-Renningen jetzt nach Sulz zum Supercharger V3. Das Hören der Supercharger, das Surren der Supercharger, sagt mir so schön, richtig heimelig. Naja, es hat schon besser geworden, es geht rasend schnell, es macht richtig Spaß und das Video dauert wahrscheinlich schon zu lange und das Auto ist schon vollgeladen. Was sind jetzt die ersten Eindrücke? Also, es fährt sich wunderbar. Das ist etwas höher natürlich, das Fahrzeug. Man muss es mögen. Ich komme jetzt vom Golden Circle und bin natürlich etwas näher am Boden sitzend gewohnt, aber hat auch was für sich, definitiv. Die Rückansicht ist natürlich ein bisschen kleiner wie beim Model 3. Das Model Y hat quasi nur so eine ganz kleine Aussparung durch die Heckscheibe. Das ist sicherlich gewöhnungsbedürftig. Und jetzt für meinen Eindruck ist das Fahrzeug etwas zu weich. Aber wie gesagt, jeder hat da sein eigenes Empfinden. Ich persönlich finde es einen Tick zu weich, einen Tick zu schaukelig. Gerade bei 200 schaukelt es ein bisschen auf.
Ja, ich weiß. Die meisten Tesla-Fahrer sagen, man fährt nur 130, einfach um der Ökonomie und der Reichweite entgegenzukommen. Das stimmt schon. Aber ich wollte es ausprobieren. Sobald es von kW einen Satz Federn gibt zum Tieferlegen, denke ich, werden wir das definitiv probieren, um zu schauen, ob man da vielleicht ein bisschen Abhilfe schaffen kann. Aber ansonsten ein wunderschönes Auto. Es fährt sich sehr gut. Man kennt die Bedienung vom Model 3, das ist ganz klar. Aber sonst wirklich top. Einzigste, was mir noch ein bisschen aufgefallen ist, ist beim Gasgeben. So bei einer bestimmten, ja, sagen wir, ja, hat man so eine bestimmte Frequenz vom hinteren Motor gehört. So ein ganz, ganz leises Surren, wenn man die Musik ausgemacht hat. Wir schauen dann natürlich gerne danach, wie man sowas beheben kann, dass man das nicht mehr vielleicht so deutlich hört. Die billigere Methode ist sicherlich ein bisschen die Musik lauter drehen, dann hört man es auch nicht mehr. Ja, so die ersten Eindrücke vom Fahren vom Model 3. Vom Model Y, Entschuldigung, ich muss mich noch dran gewöhnen. Tiefere Einblicke machen wir nachher alle später mit dem Tesla Markus gemeinsam, wie das Auto aussieht, wenn es zerlegt ist, und gehen noch mal mehr in die Technik rein. Das sollte jetzt einfach mal so der erste Eindruck sein. Auch hier, wir hatten mal die Ausstattungsliste ausgedruckt, wir hatten schon mal ein bisschen angedeutet. Vom Model Y, wir kommen ja glücklicherweise dran und wissen, was es hat, aber ich denke, die besprechen wir dann, wenn der Markus dabei ist, dann können wir da mehr in die Tiefe gehen. Wir von der Firma Stegmann freuen uns nun, euch das Model Y auch als Ersatzfahrzeug zur Verfügung zu stellen. Und wir sehen uns bestimmt bald. Wir wünschen euch alles Gute und macht's gut.